Das ist sehr unterschiedlich. Prinzipiell kann man sagen, bei Kindern und bei Jugendlichen verändert sich laufend sehr viel. Und das meiste ist einfach normal. Es gehört dazu, dass sich vieles verändert. Wenn ich aber als Eltern, wenn ich als Mutter, als Vater feststelle, da verändert sich was, für das ich keinen gescheiten Grund finde, das ich nicht plausibilisieren kann, weder aus der Geschichte meines Kindes noch vielleicht aus seinem aktuellen Erleben, dann sollte ich reagieren. Und als Faustregel gilt, je gravierender die Veränderung ist, je gravierender die Auffälligkeit ist, die mein Kind oder mein Jugendlicher zeigt, desto schneller sollte ich reagieren. Während ich bei einer Ängstlichkeit mal noch 4, 6 Wochen warten kann und schauen kann, wächst sich das raus oder normalisiert sich das wieder, sollte ich bei gravierenden Veränderungen wie zum Beispiel selbstverletzendem Verhalten oder auffälligem Essverhalten durchaus früher reagieren.